Ja, genau, Ines Adern, so ist das. Und Sie haben das ja prima erklärt schon irgendwie, worum es heute tatsächlich hier geht im Deutschen Bundestag. Vielleicht kann man ein, zwei Stichworte noch sagen, bevor wir gleich in das Gespräch gehen. Die Mehrwertsteuersenkung haben Sie schon erwähnt, 16 statt 19 und 5 statt 7% beim ermäßigten Mehrwertsteuersatz ist ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite kommen dazu höhere Freibeträge für Alleinerziehende. Es gibt umfangreiche Regelungen auch für die Wirtschaft. Und dann so ein Punkt, der häufig auch vergessen wird, die Verjährungsfrist für schwere Steuerhinterziehung, die wird verlängert. Also man kommt da nicht mehr ganz so schnell raus wie im Moment. Liegt dann, glaube ich, bei 20 statt 15 Jahren, jedenfalls 5 Jahre länger, als das bisher der Stand der Dinge ist. Und den Kinderbonus sollten wir auch nicht vergessen von 300 Euro für jedes Kind. Das Ganze in zwei Raten sozusagen im September und im Oktober. Viel zu diskutieren und viel zu besprechen auch, denn es ist umstritten, diese Mehrwertsteuersenkung. Wir haben es in den vergangenen Tagen ja und am Wochenende auch noch mal gehört. Und deswegen freue ich mich, dass zwei hier sind, die schon in der ersten Lesung des Deutschen Bundestages höchst unterschiedliche Auffassungen vertreten haben zu diesem Punkt. Ich freue mich, dass Andreas Jung da ist, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Und Christian Dürr ist bei uns, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion. Sie sind genau wie damals in der ersten Lesung direkt hinter Andreas Jung am Pult gewesen und haben ihm dann erklärt, dass es mit der Gießkanne nicht funktioniert. Jetzt habe ich am Wochenende gelernt, die Bilder haben sich ein bisschen verschoben bei der FDP. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer spricht jetzt vom Strohfeuer. Irgendwie passt das aber im weitesten Sinne dann doch wieder zusammen. Herr Jung, Sie wollen die Konjunktur ankurbeln, nicht nur Sie, sondern die Koalition komplett mit diesem Paket. Was tun Sie denn persönlich? Was kaufen Sie in den nächsten 6 Monaten, was Sie eigentlich nicht vorhatten unbedingt? Ich meine, sehen Sie, was ich mich ermuntern lasse durch dieses Paket? Ganz sicher ist es aber so, dass ein Paket ist, das die Menschen entlastet. Allein die Mehrwertsteuersenkung, das ist ein Paket von 20 Milliarden Euro. Ja, ja. Und es ist ja, Sie haben es ja gerade beschrieben, steht in der öffentlichen Diskussion sehr im Vordergrund. Das ist ein wichtiger Teil, aber es ist insgesamt ein Paket, das bei allen Bürgern, bei allen Betrieben, übrigens auch dann in den weiteren Teilen bei allen Kommunen und Kreisen ankommt. Also etwas, was eine Breite hat, weil Corona uns breit trifft und darauf gibt es die Antwort, damit wir gut durch die Krise kommen. Da haben Sie ein bisschen draus gemogelt, aber Sie persönlich haben keine Anschaffungen vor, größere, oder? Ich hatte sie bisher nicht vor. Irgendwas steht ja immer an. Das werden wir mal sehen. Das tritt ja morgen in Kraft, was das dann für mich persönlich heißt. Wir glauben aber, dass einfach der insgesamte Signal ist, wir machen ein ganz starkes Paket, um aus der Krise zu kommen. Ich wollte für den Einstieg einfach mal hören irgendwie und deswegen auch die Frage an Christian Dürr. Was haben Sie denn vor? Also mir geht es wie die meisten Menschen in Deutschland. Herr Jung hat es ja gerade gesagt, irgendwas steht immer an und das wird auch gemacht werden von den privaten Haushalten in Deutschland. Aber das ist nicht mehr. Und ich glaube deshalb auch nicht, dass das Paket funktionieren wird. Eine Mehrwertsteuersenkung ist zwar eine gute Idee, aber in diesem Fall erstens schlecht gemacht und reicht bei Weitem nicht. Höchstens ein Strohfeuer. Und von daher wird die Konjunktur nicht den Impuls bekommen, den sie jetzt eigentlich braucht in Deutschland. Die Frage ist ja eben, um den Punkt von Herrn Dürr aufzunehmen, warum denken Sie, dass die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger da konkrete Vorstellungen hat? Oder anders formuliert, was macht Sie so sicher, dass das funktioniert, was Sie da vorhaben mit der Mehrwertsteuersenkung? Denn wenn man sich einzelne Punkte anguckt, ist das ja übersichtlich, was man einspart, wenn es denn überhaupt weitergegeben wird. Ja, wenn Sie sich einzelne Punkte anschauen, je größer die Anschaffung ist, desto größer ist die Einsparung. Das ist ja gerade so, dass der Handel so ein Programm auch gefordert hat, es auch begrüßt, darauf drängt, dass es in der Umsetzung möglichst unbürokratisch ist, worauf wir achten, was da möglich ist. Aber es ist schon so, dass es so wahrgenommen wird, dass es eine Unterstützung ist. Und jetzt würde ich sagen, jetzt bringen wir es auf den Weg. Wir setzen auf diesen Effekt und dann können wir uns in ein paar Monaten darüber unterhalten, ob der eingetreten ist. Es gibt ein historisches Beispiel. In Großbritannien gab es bei der letzten Krise so ein Programm. Dort wurde festgestellt, dass ganz viel von dem, was auf den Weg gebracht wurde, bei den Bürgern angekommen ist und dass es tatsächlich gewirkt hat. Darauf setzen wir mit der Mehrwertsteuer, aber mit diesem Programm in seiner ganzen Breite, das ja aus vielen Bestandteilen besteht. Christian Dürr sagt, die Rechnung geht nicht auf. Irgendwie unterschätzen Sie dabei den psychologischen Aspekt, der da hier mit anklingt und sagen, naja, vielleicht ist es doch, gibt es doch so einen kleinen Schub nochmal, dass sich einige überlegen, ach komm, und nehmen dann das doch mit, das, was Vorzieheffekt genannt wird, dann vielleicht nochmal als Mitnahmeeffekt einfach und es geht dann unterm Strich vielleicht doch auf. Also wenn der psychologische Effekt funktionieren würde, dann würde es meinen Applaus finden. Aber die Frage haben die Menschen eigentlich schon beantwortet. Wir kennen ja die Umfragen. 80, 85% der Deutschen
Menschen sagen, das wird bei mir wahrscheinlich gar nicht ankommen. Und davon gehe ich auch aus. Ja, es gibt jetzt ein paar Werbekampagnen von Unternehmen, die sagen, jawohl, wir geben es weiter. Aber der breite Mittelstand hat erhebliche Schwierigkeiten während der Corona-Krise gehabt. Und die Große Koalition belastet den Mittelstand in Deutschland mit einer weiteren Schwierigkeit, nämlich der Umstellung, also die Bürokratie. Das ist ja ein erheblicher Aufwand, der da auf die Unternehmen zukommt. Es ist nicht nur das Preisschild, sondern die ganze Rechnungslegung, die Kassensysteme. Es gibt sogar Kassensysteme, die können gar keinen Mehrwertsteuersatz reduzieren, weil man nie davon ausgegangen ist, dass die Politik das überhaupt vorhat. Also von daher ist das vor allen Dingen mit Kosten und bürokratischem Aufwand für den Mittelstand verbunden. Und dann die zweite Frage, die Sie angedeutet haben, nämlich kommt es denn überhaupt an, wird es wirklich weitergegeben? Und da sagen die Menschen ja zum größten Teil, und da bin ich nicht skeptisch wie die Menschen in Deutschland, dass es wirklich am Ende sich in den Preisen niederschlägt. Ich befürchte, dass eher so Online-Händler wie Amazon davon profitieren. Die machen ihre Preise ja durch Algorithmen und von daher sind die davon, freuen die sich über ein bisschen mehr in der Kasse. Aber im Portemonnaie der Menschen würden direkte Entlastungen ankommen, die die Union eigentlich mal wollte, aber jetzt leider nicht durchgesetzt hat. Gut, jetzt haben wir bei der Bonpflicht auch schon mal den Untergang befürchtet, zumindest aus Ihren Reihen. Das ist auch nicht wirklich eingetreten. Aber ich würde Sie trotzdem fragen, Herr Jung, was macht Sie so sicher, dass das tatsächlich weitergegeben wird? Weil verschiedene Branchen agieren da ja sehr unterschiedlich. Und viele sagen auch, wir brauchen das für uns selber, um selber erstmal zu überleben. Obwohl sie ja verstehen können, irgendwie, dass die Bürgerinnen und Bürger den Vorteil davon haben sollen. Aber Gastronomie beispielsweise sagt auch viele Händlerbereiche, wir müssen erstmal gucken, dass wir uns selber konsolidieren. Und das Institut für Makroökonomie an der Hans-Böckler-Stiftung sagt, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil es die Firmen dann auch sichert, weil die dann mehr Sicherheit haben und auch Arbeitsplätze halten können. Eine Gewissheit gibt es nicht. Wir setzen aber darauf, dass es so ist. Und ich bin sicher, dass die Käufer auch bei kleinen Beträgen, wir diskutieren ja, wenn es um Erhöhungen geht, auch oft um kleine Beträge. Wir wissen, dass die Verbraucher da auch sehr genau vergleichen, dass sie von ihren Händlern schon erwarten werden, dass der Preisvorteil weitergegeben wird. Die Erfahrung zeigt, ich hatte Großbritannien angesprochen, da sind 3/4 weitergegeben worden und das übrige Viertel bei Betrieben geblieben. Und deshalb will ich an diesem Punkt nochmal ansetzen. Also ich akzeptiere, dass man jetzt noch streiten kann über die Frage, hat es die Konjunkturwirkung. Aber ganz sicher ist es keine Belastung. Es führt zu Fragen bei der Umsetzung. Denen haben wir uns angenommen. Es ist zum Beispiel ja jetzt so, dass nicht jedes Preisschild gewechselt muss. Die Artikel müssen nicht neu ausgeschrieben werden. Da reicht ein Schild. Was da getan werden konnte, ist gemacht worden. Aber es ist keine Belastung, es ist eine Entlastung. Und es ist eine Entlastung in der Summe, die so hoch ist wie die Abschaffung des Solis, die Sie fordern. Und deshalb finde ich, das passt nicht ganz so zusammen. Wir machen ein großes Entlastungspaket. Sie stellen die kritischen Argumente in den Vordergrund, ist Ihr Recht als Opposition. Aber unbestritten ist, es ist eine große Entlastung. Und die bringen wir heute auf den Weg und die kommt bei Bürgern und Betrieben an. Gerne direkt. Ich habe eigentlich gerade nur die Gutachter zitiert, die Union selbst für den Haushaltsausschuss heute, das ist nämlich eine Anhörung auch zum Nachtragshaushalt und zum Gesetzespaket hier, bestellt hat. Und die sagen genau das Gleiche, es ist ineffizient und bürokratisch. Und der Jung hat gesagt, es ist nicht sichergestellt, dass es ankommt. Da sind wir schon mal einer Meinung. Jetzt wäre es gut, wenn die Union den zweiten Schritt machen würde und Instrumente wählen würde, wo es sichergestellt wird. Die Union hat in einem Papier selbst geschrieben, vollständige Abschaffung des Solis, hört sich wie ein Evergreen der FDP an, ist in Wahrheit Beschlusslage der Union erstens. Und zweitens zahlen den Soli in diesem Jahr auch die kleinen und mittleren Einkommen, zahlen nämlich alle noch. Und da hätten wir Sicherheit, dass es im Portemonnaie landet. Da wüssten wir ganz genau, dass die Leute, und die Leute wissen es auch, dass sie mehr in der Tasche haben. Dann wäre eine Konsumbereitschaft da, davon bin ich überzeugt. Aber nicht, wenn es unsicher ist, wenn der psychologische Effekt da sein sollte. Und auch da wären wir uns ja in der Analyse einig, müsste die Union den zweiten Schritt jetzt machen und eine echte Entlastung im Portemonnaie dafür sorgen. Dann hätten wir auch die Sicherheit, dass es mit der Konjunktur aufwärts geht. Ja, aber jetzt verdrehen Sie die Dinge. Die Frage ist, hat es den Konjunktureffekt? Aber ich habe vorher gesagt, es ist ganz sicher eine Entlastung von 20 Milliarden Euro. Die fehlen nämlich im Bundeshaushalt. Also sind Sie anderswo. Zum Beispiel bei Amazon, ja. Ja, das ist aber sicher nicht Amazon alle. Ist ein nicht. Unternehmen von ganz vieles, von vielen, das so profitiert wie andere auch. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass die mehr profitieren als andere, sondern wir haben in der Tat den Anspruch gehabt, ein Programm zu machen für alle Bürger, für alle Unternehmen, nicht nach Branchen zu differenzieren, sondern überall die entsprechenden Anreize zu schaffen und die Entlastungswirkung kommt an. Und das müssen wir jetzt erklären. Wir können uns streiten über den Effekt. Wir setzen auf den. Die Entlastung ist aber sicher. Was ist denn beim Soli anders? Dort haben Sie auch die Entlastung sicher. Die trifft dort auch Bürger.
Länder, sie trifft auch Unternehmen. Und die einzige Frage bei dem Thema, was wird weitergegeben, sind es 3/4 wie in Großbritannien oder mehr oder weniger, ist ja nur die Frage, kommt alles beim Bürger an oder bleibt ein Teil beim Betrieb, bei dem Gastronomen, der zum Beispiel in der Situation sagt, ich ändere die Preise nicht. Aber ganz sicher, genauso wie bei der Soli-Entlastung, kommt 20 Milliarden an. Und nur, by the way, wir haben ja die Soli-Entlastung auf den Weg gebracht für 90% der Steuerzahler in Deutschland. Wir arbeiten daran, dass es auch noch mehr wird. Das tritt zum 1. Januar in Kraft. Es treten in Kraft weitere über dieses Paket hinaus Entlastung beim Kindergeld, bei der kalten Progression. Das heißt, es ist die Daueraufgabe und das Dauerthema auch dieser Koalition, hier weiterzukommen. Das hier ist jetzt aber Konjunkturpaket und damit auch noch mal ein Stück weit was anderes. Sie haben es ja noch mal gesagt, die Frage ist doch, warum man nicht das, wo wir sicher wissen, dass es bei den Menschen ankommt. Also noch mal, die Union hatte es, ihre Kollegen der Wirtschaftspolitik hatten das aufgeschrieben, haben gesagt, das muss ins Konjunkturpaket. Wir werden das gleich zur Abstimmung stellen. Ich bin sehr gespannt, wie die Kollegen der CDU-CSU-Fraktion aus der Wirtschaftspolitik dann antworten werden und abstimmen werden, wenn das, was sie selbst vorgeschlagen haben, die FDP zur Abstimmung stellen. Ich würde vorschlagen, Sie heben heute mal den Fraktionszwang auf und lassen die Dinge freien Lauf. Ich bin mir sicher, dass viele Kollegen der Union da andere Auffassung sind. Würde ich Ihnen auch vorschlagen, so, jetzt ich hören Sie noch mal kurz. Die Redner der FDP, die gesagt haben in der letzten Debatte, dieses Paket, das wir auf den Weg bringen, in den Worten der Opposition, so schlecht ist es gar nicht. Der Schwabe sagt, nicht geschumpfen ist genug gelobt, weil es eine Mischung ist aus Investieren, auch für die Zukunft, aus Entlasten, aus Ermuntern, gerade für Betriebe machen wir was mit dem Verlustrücktrag, mit besseren Steuerabschreibungen, mit einer ganz starken Unterstützung der Kommunen im nächsten Schritt. Und deshalb glaube ich, dass man wirklich aus Überzeugung sagen kann, das ist ein Paket, das jetzt die Antwort gibt auf die harten Folgen der Corona-Krise in der ganzen Breite. Ich mache einen Schritt auf Sie zu. Unterstellen wir, das funktioniert so perfekt, wie Sie es gerade beschrieben haben, nur um die Zahlen deutlich zu machen, dann hätte ein durchschnittlicher deutscher Privathaushalt 30 Euro mehr im Monat. Mit Verlaub, das ist nicht nichts, aber es ist nicht der Konjunkturimpuls in Deutschland. Ich muss jetzt gucken, dass ich das hier in der Hand behalte, Herr Jung. Von der Mehrwertsteuersenkung, auch die mit kleinen und mittleren Einkommen, und zwar überproportional. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier in der Hand behalte und Sie mir beide nicht entgleiten. Ich hätte gerne von Herrn Dürr eben noch gewusst, wie viel Euro im Monat denn nach Ihrem Modell den Leuten in der Tasche bleiben, in einem durchschnittlichen Haushalt. Eine Zahl? Naja, ein Vielfaches. Es kommt natürlich, können die Haushalte nicht alle gleichsam vergleichen. Ja, aber Sie vergleichen die anderen ja auch. Nein, nicht so einfach. Es wird ein Vielfaches deshalb sein, weil wir übrigens nicht nur vom Soli reden. Das wollte ich vorher noch anfügen, weil das wird dann immer so schnell in Richtung FDP gesagt, sind nur für den Soli, sondern wir schlagen Ihnen ja ein Anschlusspaket vor. Denn meine Sorge ist, zum 1. Januar steigen die Preise, wenn das so funktioniert, wie die Union will. Denn wenn die Preise jetzt gesenkt werden, müssen sie zum 1. Januar steigen. Und wir sagen, lasst uns zum 1. Januar den Mittelstandsbauch, kleine und mittlere Einkommen, vollständig abschaffen. Also das wäre noch ein Anschlusspaket, was wir heute auch zur Abstimmung stellen. Warum können Sie für Ihr Modell keine Zahl sagen, aber für das andere? Also, wir können deshalb eine Zahl sagen, weil da die Bundesregierung selbst gerechnet hat bei der Mehrwertsteuer. Wir sind jetzt nicht die Bundesregierung. Ich würde mich freuen und lade herzlich die Union, die SPD und die Bundesfinanzminister ein, mal zu rechnen, was die Abschaffung des Mittelstandsbauchs, die Abschaffung des Solis bringt. Es ist ein Vielfaches, das verspreche ich Ihnen, dessen, was die Mehrwertsteuersenkung, allein vom Haushaltsvolumen ein Vielfaches, was die Mehrwertsteuersenkung bringt. Die Mehrwertsteuersenkung ist befristet oder soll befristet sein bis Ende dieses Jahres. Die Frage ist ja, wenn das eintritt, was Sie sich wünschen, also dass mehr konsumiert wird, dass die Wirtschaft angekurbelt wird durch den Binnenkonsum oder durch den Konsum insgesamt hier in diesem Land, was passiert denn dann ab 1. Januar 2021? Weil da haben die Leute ja alles, was sie brauchen. Kommt die Delle dann da oder setzt sie sich dann fort? Es liegt ja in der Natur eines Konjunkturpakets, dass es kurzfristig wirken soll. Was jetzt darum geht, dass wir die schwierige Situation in Deutschland haben, dass wir der entgegentreten und dass jetzt die Konjunktur wieder hochgeht. Wir setzen darauf, dass es bis zum 1. Januar 2021 schon besser ist. Deshalb sind die Maßnahmen befristet. Wir machen aber ja einen zweiten Teil mit dem Zukunftspaket, mit Investitionen in Wasserstoff, neue Energie, nachhaltige Mobilität, Digitalisierung. Und das ist etwas, was langfristig wirkt. Und damit bringen wir beides zusammen. Im Übrigen, das, was der Kollege Dürr anspricht, wir machen in jedem Jahr ein Paket mit Abbau der kalten Progression, mit besserer Förderung für Kinder. Das waren in diesem Jahr 10 Milliarden Euro. Es werden im nächsten Jahr mehr sein. Das heißt, jetzt was für Konjunktur zu machen, steht nicht im Widerspruch, auch an Strukturen anzugehen und auch daran arbeiten wir. Habe ich verstanden, aber 21 irgendwie, die Punkte, die Sie ja genannt haben, sind ja lang- und mittelfristige, was die Forschungsförderung beispielsweise beim Wasserstoff angeht. Die Frage ist ja dann trotzdem, was passiert mit der Binnenkonjunktur am 1.1.21 dann und in den 3 Monaten oder 4 Monaten danach?
Das sind nicht nur langfristige Dinge. Wenn wir jetzt etwa noch mal Milliardenbeträge drauflegen bei der energetischen Gebäudesanierung, dann ist das etwas, was wir gleich umsetzen können. Und ich glaube, es ist in dieser Krise einfach auch redlich zu sagen, wir müssen ein Stück weit auf Sicht fahren. Mhm. Ist das, was wir jetzt für notwendig und richtig halten? Und dann werden wir in Tagen, Wochen, Monaten immer das begleiten und dann vielleicht auch noch mal neu ran müssen. Aber ich würde es für falsch halten, jetzt schon zu sagen, okay, was tun wir am 1. Januar, wenn dieses oder jenes eingetreten ist oder nicht. Jetzt haben wir schon wieder zu wenig Zeit. Das ist furchtbar bei diesem Thema. Ganz kurz am Schluss nochmal. Wir hatten im Frühjahr eine Stabilisierungsphase, wenn man so will. Wir haben jetzt den Versuch, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Was kommt als nächstes? Was passiert im Spätsommer, im Herbst? Welcher Sektor ist dann besonders betroffen und braucht Hilfe? Steht natürlich in den Sternen, das wissen wir auch nicht genau. Ja, aber Sie sind ja beide Experten, deswegen wird Ihnen das nicht schwerfallen. Jetzt für vernünftige Rahmenbedingungen sorgen. Deswegen auch ein zweiter Vorschlag. Der mag jetzt nicht nur haushalterisch wirksam oder steuerpolitisch, aber lasst uns wirklich über das Thema Entbürokratisierung für den Mittelstand nachdenken. Auch dazu machen wir jetzt seit 3 Jahren hier im Haus Vorschläge. Und die Union will es eigentlich auch, hat die SPD offensichtlich dagegen sich. Das wäre etwas, was jetzt auch Mittelständler entlasten würde, nämlich weniger Bürokratie, weniger Auflagen und die Bonpflicht, die Sie vorhin erwähnt haben. Das ist ja nur ein Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, das könnte man jetzt abschaffen. Die wird gerade übrigens sehr pragmatisch umgesetzt von Händlern und Kunden. Da wird der Bon ja gar nicht mehr beim Tresen gereicht. Niemand will ihn anfassen. Also da könnten wir übrigens auch mit der Gesetzeslage einfach mal nachlegen, damit dieses dämliche Drucken von Kassenbons an der Kasse endlich aufhört. Das wäre ein erster konkreter Vorschlag, den man machen kann, auch um den Mittelstand zu entlasten. Final, Herr Jung, geht es im Spätsommer, im Herbst dann an die Bankenrettung wieder, weil viele Leute die Kredite nicht bedienen können? Wir tun alles, um das zu verhindern. Und zum jetzigen Stand bringen wir die Dinge auf den Weg, haben Zutrauen, dass es gelingt. Wir bringen ja jetzt schon auch ein Paket auf den Weg für die Betriebe, die länger, zum Beispiel auch durch staatliche Auflagen länger betroffen sind von der Krise. Und ich halte nichts davon, jetzt zu spekulieren, es könnte im Herbst noch schlimmer werden. Wir wollen jetzt optimistisch daran gehen und hoffen, dass die Maßnahmen wirken. Deshalb sind wir von Ihnen überzeugt und bringen Sie jetzt auf den Weg. Andreas Jung, herzlichen Dank. Auch Ihnen, Christian Dürr. Ich hatte Ihnen versprochen, dass Sie eine Minute vor Beginn der Sitzung rein dürfen. Habe ich nicht geschafft. Der Bundestagspräsident ist schon da. Deswegen gebe ich. Sie dürfen ganz fix reingehen. Danke, dass Sie da geblieben sind. Und wir geben auch ganz fix rein, weil Wolfgang Schäuble, wie gesagt, schon an seinem Platz ist.